Jetzt begegnen Sie zum ersten Mal diesem Sachverhalt und denken sich, boah, sind das viele Seiten. Tja, wenn Sie das vorher gelesen hätten, wären Sie jetzt vorbereitet. So, worum geht es in dem Fall? Dazu müssen Sie nur die erste Seite sich angucken. Was wird von Ihnen erwartet? Sie sollen also alles, was Sie da so haben, durchsehen und gucken, was ist da alles falsch dran. Das ist ein bisschen wie so ein Suchbildspiel, finde den Fehler. Und jetzt stehen Sie natürlich da, weil Sie es alles nicht gelesen haben und fragen sich, wie sollen Sie da mal anfangen? Nun ja, vielleicht fangen wir mal an mit den formalen Voraussetzungen. Formal heißt hier zunächst mal, in welcher Form wird denn so eine Einberufung normalerweise erfolgen. Und dazu gucken wir in 121 Aktiengesetz. Wenn Sie da mal reingucken, dann sagt der 121 Ihnen zunächst mal, die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen, der darüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Frage: Erfolgte hier die Einberufung durch den Vorstand? Woher wissen wir, wer der Vorstand dieser AG ist? Das ist auf den Anlagen bzw. der Einladung unten angegeben. Das ist so eine geschäftliche Formatvorlage. Da steht dann immer der Vorstand. Ja. Nach § 80 Aktiengesetz müssen auf allen Geschäftsbriefen diese Angaben sein. Und die haben hier einfach ihren normalen Geschäftsbrief genommen, das heißt, er steht da drauf. Spielt es eine Rolle, dass das hier nirgendwo sonst steht, also nicht unter dem Namen drin steht, sondern einfach nur der Name da steht? Da nicht Name, Klammer auf, Vorstand. Muss man so sagen hier, Name, Klammer auf, Vorstand. Nein, es reicht, wenn sich aus den Umständen ergibt. Ansonsten, wenn das dann nicht in den Fußnoten drin stehen würde, würde man sagen, ist schon ein Formfehler, geht gar nicht. Also in der Tat, es hat der Zuständige die Hauptversammlung einberufen. Das ist schon mal eine gute Sache. Es reicht dann auch, dass der Vorsitzende das unterschreibt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wer muss denn alles unterschreiben? Wer vertritt die Aktiengesellschaft? Wer ist der Vorstand, wenn da steht, wird durch den Vorstand einberufen? Da steht nur der Vorstandsvorsitzende. Müssen alle unterschreiben, die Testfrage. Normalerweise ist der Vorstand ist ja hier auch als Organ durch gemeint. Normalerweise vertreten die Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich, aber andererseits handelt es sich hier nicht. Geht um Vertretung? Genau, nicht nach außen, sondern die Geschäftsführung, auch die ist normalerweise gemeinschaftlich und recht, könnte sich dann aus der Geschäftsordnung natürlich was anderes ergeben. Brauchen Sie eine Geschäftsordnung dafür? Meinen Sie, rein praktisch müssten, wenn es sozusagen keine Geschäftsordnung gibt, die Satzung nicht sagt, sondern einfach nur so es erfolgt, dass alle unterschreiben müssen immer? Das ist die Frage. Was ist der Sinn dieser Unterschrift? Warum unterschreibt man das überhaupt? Die Unterschrift hat ja so eine Kennzeichnung und Abschlussfunktion. Unter Umständen wird hier nämlich ja nur die Entscheidung des Vorstandes, die Hauptversammlung anzurufen, mitgeteilt.
Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass der Vorstand in Gänze die Einberufung macht, sondern eben nur einer das unterschreibt. Ja. Das hier ist nicht die Einberufung, das ist nur die Kundgabe der Einberufung und die kann auf eines der Vorstandsmitglieder übertragen werden. Das heißt, man kann sagen, okay, unterschreiben muss nur einer, wenn die anderen sozusagen alle gesagt haben, ja, ja, mach du das mal, das ist reiner Formalakt, das ist die Kundgabe der Erklärung nach außen. Entscheidend ist, dass im Innenverhältnis der Beschluss von allen, beziehungsweise hier von der Mehrheit, mitgetragen worden ist. Das heißt, in der Tat, es müssen nicht alle unterschreiben, soweit im Innenverhältnis der eine dazu ermächtigt worden ist, für die anderen das zu erledigen, dann ist er sozusagen reiner Briefbote. Man unterstellt, dass beim Vorstandsvorsitzenden das immer konkludent ermächtigt ist, weil sonst halt praktisch umständlich wird. Gut, dann, wo wir schon dabei sind, Aufsichtsrat, bla bla bla. Wie erfolgt die Einberufung? Die hat einen Mindestinhalt. Bestimmte Informationen müssen drin sein nach 121 Absatz 3 Satz 1. Und wenn Sie mal gucken, Firma, Sitz, Zeit und Ort. Haben wir diese Mindestangaben? Wie ist die Firma? Ja, Einetcom AG, also Firma ist genannt. Wie sieht es aus mit Sitz der Gesellschaft? Ist der genannt? Wo steht der? Ja, oben im Adressfeld, da, und wir sind so unten in der Fußzeile auch, das reicht völlig. Also hier die Angabe, wo die ihren Sitz haben, ist gemacht. Das heißt, das reicht auch. Was brauchen wir noch? Zeit und Ort. Wie sieht das mit Zeit und Ort aus? In der Tat, der Ort ist auch angegeben, nämlich in diesem Ballsaal. Ja, dann noch was? Ist der Termin vielleicht unverhältnismäßig? Nein. 19 Uhr ist okay, kann man machen. Nächster Satz. Die Tagesordnung anzugeben. Was stellen Sie fest? In der ersten Anlage fehlt die Tagesordnung. Es wird nur darauf verwiesen, dass weitere Unterlagen folgen. Ja, in der Tat, da ist keine Tagesordnung dabei. Was ist die Rechtsfolge? Unwirksam einberufen, also alles nichtig. Meinen Sie, das wäre die richtige Folge? Na, ja, Pech gehabt, reingefallen. Was haben wir letzte Woche gelernt? Was sind die beiden Varianten? Außer Nichtigkeit, was kommt noch in Betracht? Es könnte bloße Ordnungswidrigkeit sein. Und zwischen den beiden Sachen? Zwischen die Anfechtbarkeit. Was meinen Sie, ist das ein Nichtigkeitsgrund oder nur ein Anfechtungsgrund? Oder ein reine Ordnungsvorschrift, die überflüssig ist. Ja, wir hatten ja gesagt, dass bei schweren Verstößen eine Nichtigkeit in Frage kommt, bei leichteren Verstößen eine Anfechtbarkeit. Mhm. Und hier die fehlende Tagesordnung, zumal sie ja vor der Versammlung auch noch eingereicht oder nachgereicht wird, auch so genügend vorher, dass man sich noch entsprechend vorbereiten kann, würde ich eher für eine Anfechtbarkeit in Anspruch. Ja, in der Tat. Wenn Sie jetzt die, also es ist nur anfechtbar. Wenn Sie jetzt sich die Einladung genau angucken, die beiden nebeneinander, sollte Ihnen was auffallen.
achten Sie auf den Ort, der angegeben ist. Was fällt Ihnen auf? Achten Sie genau auf den Ort. Ja, es ist nicht exakt derselbe. Amtsgruppe 3 oder 12. Ja, was sagen Sie denn dazu? Das ist ein Nichtigkeitsgrund. Das geht gar nicht, so mal die Hausnummer hin und her switchen. Wie kann das denn passieren? Damit das dazu noch dieses Schloss Dijk angegeben ist, ist ja schon sehr deutlich Großstadt. Wenn wir, ich denke mal, dass in der Straße am Kurpark nicht zwei Schloss Dijk stehen werden. Ja. Wenn man zur falschen Adresse hinfährt, doch sehr leicht wahrscheinlich, dass die richtige Adresse finden wird. Ja, in der Tat, das scheint mir die richtige Ansicht zu sein. Es ist aber nicht unbedingt die herrschende. Was meinen Sie, könnte man nämlich auch sagen? Wenn man das, man kann das nicht für den Einzelfall entscheiden. Man kann auch in einer Großstadt eine relativ lange Straße haben und da kann unsere Zahlenwerte sich dann schon schnell auswirken. Es gibt ja Straßen, die haben 100er-Nummern beispielsweise. Wenn da irgendwas vertauscht wird, dann fährt man gegebenenfalls eine 3 Kilometer lange Straße auf und ab. Und dann hat die Hauptversammlung schon ohne einen angefangen. Ja. Und solche Fälle muss das Gesetz ja auch im Blick haben. Und wenn das Gesetz sagt, es anzugeben und es wird falsch angegeben, dann ist das anwendbar. Ja, in der Tat. Die Frage ist, wie genau müssen Sie es angeben? Wenn der Ort gar nicht angegeben ist, ist das Ganze ohnehin nichtig. Oder der Ort falsch angegeben ist, nicht woanders treffen als da angegeben, dann ist es nichtig. Wenn der Ort falsch angegeben ist und irritierend angegeben ist, aber auffindbar, sagen manche Leute, es ist anfechtbar, weil es dem Aktionär nicht zumutbar ist, die Hauptversammlung erstmal zu suchen, bevor er da hingeht, sondern der Ort muss so präzise angegeben sein, dass er da quasi das Taxi hinbestellen kann und da auch aussteigen kann. Gut, also dieser hammerharte Fehler hätte nicht passieren dürfen. Ja, was haben wir noch? Die Einberufungsfrist. Ja. Ja, wie zählen Sie das denn? Ja. Das sind 30 Tage, ja, ja. Und wann ist das dann? Wir haben extra einen Kalender hier abgedruckt, damit Sie das abzählen können. Der Tag der Hauptversammlung ist extra markiert für Sie, damit Sie das auch einmal im Blick haben. In der Tat, Sie zählen rückwärts sozusagen ab dem 4., dann zählen Sie 1, der 4. ist der 1., der 3. ist der 2. und so weiter. Und wenn Sie da 30 Tage abzählen, dann enden Sie nicht etwa am 5., sondern am 4.4. Und da ist die Einladung noch nicht verschickt worden, damit ist sie einen Tag zu spät verschickt worden. Da steht doch, hier wurde doch gerade gesagt, dass der Tag der Einberufung nicht mitzurechnen ist. Das heißt, man müsste doch, wenn man jetzt quasi, man müsste jetzt auch den 5. April quasi ausrechnen, oder? Also, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also jetzt nur für den hypothetischen Fall gedacht, also das ist jetzt nicht nur ein Tag zu spät, sondern das sind sogar zwei Tage zu spät, weil der Tag der Einberufung nicht mitzurechnen ist. Das heißt, um fristgemäß einzuberufen, hätte man am 3. April. Jetzt muss ich zählen, warten Sie mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Habe ich jetzt angefangen? Das sind doch 30 Tage, dachte ich auch.
Die Hauptversammlung am 6. wäre okay, ja. Genau, also deswegen, ich sage es nur einen Tag. Ja, ja. Nein, man zählt nur den 5. nicht mit. Ich habe es für Sie mal hier grafisch aufgemalt. Fällt mir dabei ein. Wobei es jetzt genau die Falltum ist, fällt mir gerade auf. Naja, wenn die Hauptversammlung am 5. April stattfinden soll, dann ist der 4. April der erste Tag, der 3. April der zweite Tag. Ja, so zählen Sie das. Und das zählen Sie dann alles brav ab. Ja, das ist ja korrekt, aber das ist, also, das ist ja nicht der 5. April, sondern der 5. Mai. Und im März hat ein, also da kommt der April 30. Da ist dann die Einberufung. Ja, aber nicht in diesem Fall. Ja. Das passt doch. Was? Ist die Antwort zu spät? Ja, natürlich ist sie zu spät. Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Ja, erstmal ist diese Folie nicht korrekt. Wieso ist die Folie nicht korrekt? Das ist ja nicht die Folie zu diesem Fall, das ist eine allgemeine Illustrationsfolie. Diese Folie soll Ihnen nur sagen, Sie fangen mit dem ersten Tag am Tag vor der Hauptversammlung an und enden 30 Tage vorher und dann ist die Einberufung. So ist das System. Sie zählen einfach nur 30. Das ist die zählen 30 rückwärts, ja, also 1, 2, 3 und so weiter und sind dann irgendwann bei 30 und dann, der nächste Tag ist die Hauptversammlung. Die zählen nicht vorwärts, sondern die zählen rückwärts. Ja? Deshalb kommen Sie hier auf diese 30 Tage. Die Folie ist schon richtig, die zählt 30 Tage ab. So, also ist die Einberufung für unseren Fall zu spät. Warum ist die zu spät? Wann ist die nämlich erfolgt, wenn Sie das Datum des Schreibens angucken? Ja, am 5., also einen Tag zu spät. Damit ist das Ganze nicht mehr rechtzeitig. Frage, Nichtigkeitsgrund oder Anfechtungsgrund? Gucken Sie ins Gesetz, das müssen Sie nicht auswendig wissen, 241, der sagt Ihnen, was alles Nichtigkeitsgründe sind. Ja, in der Tat, wieder nur ein Anfechtungsgrund. Das heißt, die Fristverkürzung führt nur dazu, dass Sie anfechten dürfen, nicht, dass es nichtig ist. Gut, wenn wir noch weiter gucken, mag Ihnen aufgefallen sein, das hier ist per Einschreiben gekommen, per Brief. Geht das? Kann man so per Brief einberufen? Was ist denn die richtige Form der Einberufung? Ja, in der Tat, der eingeschriebene Brief ist formgerecht, das ist okay, da haben Sie kein Problem mit. Frage, warum kamen Sie zu diesem 2-Einberufungsschreiben? Wieso gibt es denn da 2 Stück von? Denn Sie sehen ja hier, Anlage 1 und Anlage 2 sind beide mit Einladung zur 9. ordentlichen Hauptversammlung betitelt. Wie kann das denn passieren? Wieso ist das so? Kann das ist das eine vielleicht die, also die zweite Anlage vielleicht die detaillierten Einladungsunterlagen? Ja, die zweite Anlage sind die detaillierten Einladungsunterlagen. Achten Sie mal auf das Datum, wann die beiden Dinger verschickt worden sind.
Wann ist das zweite Schreiben verschickt worden? Danach. Welches ist denn die Einberufung im Rechtssinne, würden Sie sagen? Das erste oder das zweite Schreiben? Wir haben eben gesagt, dass die Einladung muss ja die Tagesordnung enthalten. Die erste enthält die Tagesordnung. Ich würde sagen, die zweite ist die richtige. Wir werden im ersten Schreiben ja explizit, dass das auch mit der gesetzlichen Vorschriftseinhaltung der Einladungsfrist abgesandt werden soll. Dann wollen wir, dass das erste gilt. Ja, die wollen, dass das erste gilt. Sagen wir mal, beim ersten Schreiben wäre die Frist eingehalten worden. Wäre das dann okay gewesen? Ja, in der Tat. Also wie gesagt, das ist hier beides schlecht. Das Nachreichen mit einem späteren Schreiben rettet Sie nicht. Ja, das sind jetzt die offensichtlichen Mängel. Aber ist das alles, was wir so brauchen? Nein. Wir müssen mal angucken, was in einer Einladung alles so drin ist als Anlage. Ah ne, wir müssen auch vorher noch was gucken, wenn wir dabei gerade auf. Wenn Sie sich das zweite Schreiben angucken, es gibt gewisse Unterschiede, außer dass der Ort ein bisschen anders eingeladen ist. Da kommen so tolle Erklärungen. Die Satzung kann im Sekretariat eingesehen angefordert werden. Wir bitten Sie, uns Ihre Teilnahme zu bestätigen. Auch die Übertragung von Stimmrechten muss bis angezeigt werden. Welchen Sinn haben denn diese Hinweise? Wo kommen die denn her? Anmeldungen und sowas. Man muss ja sicherstellen, dass die Aktionäre auf das Gelände der Hauptversammlung kommen und gegebenenfalls aber auch sicherstellen, dass eben Nicht-Aktionäre keinen Zutritt zur Hauptversammlung bekommen. Deswegen muss man ja vorher Personalien und so weiter wissen. Zumindest also bei so kleinen Gesellschaften ist das jetzt nicht unbedingt das Problem, aber wenn man beispielsweise an die Telekom oder so denkt, die mehrere 10.000 Aktionäre hat, dann muss das ja alles vorbereitet werden. Und bei den Stimmrechten ist § 125 Aktiengesetz, der sagt, dass Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen, also es gibt ja den deutschen Wertpapierschutz oder sowas, Schutzvereinigung der Wertpapieranleger, die ja so für kleine Aktionäre, die sich nicht unbedingt mit der Materie beschäftigen, in Klammern wollen, die bieten an, für diese Leute das Stimmrecht auszuüben. Die müssen ja aber dann dafür erstmal darüber informiert werden, dass die Hauptversammlung stattfindet. Und das schreibt eben 125 vor, damit die sich auch vorbereiten können. Kann es nicht einfach sein, dass es 123 Absatz 2, dass die Satzung der Gesellschaft die Zusage eines Aktionärs, also für die Teilnahme davon abhängig macht? Und dazu muss die Satzung aber eingesehen werden können. Ja, also in der Tat, fangen wir mit dieser Anmeldung an. Die Anmeldung dient die wirklich für die Personalia festzustellen. Macht das einen Sinn, die Personalia festzustellen, schon im Rahmen der Anmeldung? Zu gucken, Personalausweiskopie sich zuschicken lassen, keine Ahnung, was kann man da machen, Fingerabdruckscanner. Wenn dann eine Aufforderung selbst zu nehmen. Welchen Sinn hat die Anmeldung dann? In der Tat, es geht nicht um Personalia. Das ist das Absatz 3, das ist was anderes, das gucken wir uns gleich nochmal an. Was ist der Sinn der Anmeldung? Warum melden Sie sich zu einer Hauptversammlung an? Was kann der Wert dafür sein? Warum will man sich anmelden? Also die AG sagt mir hier einfach, damit die organisatorische Vorbereitung einfach ist. Was soll das bedeuten? Was meinen die damit? Ja. Ja, natürlich. Es geht vor allen Dingen natürlich um so Sachen wie Catering, vielleicht auch einen kleinen Raum nehmen, ob sie eine große Lautsprecheranlage brauchen oder nicht. Das sind halt die Fragen, dafür brauchen Sie die Anmeldung. Frage, jetzt sagt dieses Schreiben, wir bitten Sie, uns die Teilnahme zu bestätigen bis zum 2.5.2011. Was soll diese Frist sagen? Was ist das Problem damit? Kann man das?
23 Absatz 2 Satz 3 sagt, Satz 2 sagt, dass die Anmeldung mindestens also spätestens 6 Tage vor der Hauptversammlung mit der Gesellschaft zugeben muss. Das heißt, 3 Tage vorher würde ich reichen. Ja. Satz 3 verkürzt sich das, aber wenn die Alterung eine kürzere Frist haben, dann ist es nicht vorgesehen. Ja. Für wen ist eine kürzere Frist gut? Wer freut sich um eine kurze Frist? Die Eingeladenen, weil die müssen sich halt später zurückmelden, die können sich noch länger überlegen. Das heißt, es ist aktionärsfreundlich, wenn man eine kürzere Frist hat. Das ist sozusagen eine Mindestfrist. So viel Zeit muss der Aktionär mindestens haben, bis 5 Tage vorher. Hier haben die das verkürzt, das dürfen die. Das ist okay. Wie sieht es aus mit der Form? Gibt es irgendeine Form für die Anmeldung? Wie meldet man sich so an? SMS. Es muss schriftlich passieren und in 123.2 Satz 2 steht, dass es an die mitgeteilte Adresse geschickt werden muss. Ja, in der Tat, man kann Schriftform machen, dann an die mitgeteilte Adresse. Muss das zwingend sein? Wenn Sie 123 so lesen? Meinen Sie? Ist es dann nichtig? Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse mindestens 6 Tage vor der Versammlung zugehen. Nein. In der Tat, wenn Sie nichts sagen, gilt nichts. Das heißt in der Tat, was denn jetzt hier, wenn da steht, Frau sowieso und Frau sowieso, soll man das mitteilen? Da steht, wenn ich es recht sehe. Ach nee, das ist ja hinten unten. Ah nee, dann noch. Nee, dann ist okay. In der Schriftform kann man nicht aus dem Adresse auslesen? Nein. Die Gesellschaft kann das beschränken, die kann sagen, ausschließlich bei Schriftform. In der Praxis ist es aber meistens noch nicht mal Schriftform. In der Praxis können Sie sich meistens per Internetformular anmelden oder Ähnliches. Die Gesellschaft kann in der Einberufung den Kommunikationsweg feststellen. Und das ist sozusagen nur das, was gilt, wenn nichts vereinbart ist. Ob es jetzt E-Mail ist, Fax, Telefon oder Ähnliches, Adresse heißt nicht unbedingt per Brief. Alles andere wäre auch unpraktisch bei der Telekom zum Beispiel, wenn die jetzt hier 1 Million Briefe aufmachen müssen und gucken müssen, wer jetzt sich angemeldet hat. Also der typische Mechanismus ist eben Anmeldung nicht per Brief, sondern auf elektronischem Wege. Gut. Wie sieht das aus mit dieser Erklärung hier, mit den Stimmrechtserklärungen? Das ist nicht das, was 125 vorschreibt. Gucken Sie mal weiter hinten. 134 Absatz 2. Ja. Steht, dass das Stimmrecht übertragen werden muss. Und dann in Satz 2 und 3 steht, unter welchen Voraussetzungen. Genau. 134 Absatz 3 sagt, wenn ich einen Vertreter benenne, dann kann die Gesellschaft verlangen, dass ich ihr das vorher in Textform anzeige. Und genau das ist das, was hier gesagt wird. Teilen Sie das bitte, Frau Klomp-Sekretariat mit. Ja. Was haben wir noch? Ja. Das scheint mir alles zu sein, was in diesem Schreiben so Probleme sind. Jetzt haben Sie aber nicht nur das Schreiben, sondern Sie haben in der Tat dann auch als nächstes die Tagesordnung. Da sehen Sie mal, was auf so einer Tagesordnung alles draufsteht. Top 1, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, haben wir schon mal drüber gesprochen. Der Jahresabschluss wird der Hauptversammlung vorgelegt. Was macht die Hauptversammlung damit? Wie gesagt, steht der festgestellte Jahresabschluss, das heißt, die stellt ihn nicht fest.
Wofür braucht die Hauptversammlung den Jahresabschluss? Was kann die damit, auf dessen Grundlage entscheiden? Gewinn- und Verlustverwendung. Ja, die Verlustverwendung nicht, aber ja, die Gewinnverwendung. Die Gewinnverwendung. Nämlich, was kann mit dem Gewinn passieren? Grundsätzlich haben wir schon darüber gesprochen. Der kann ausgeschüttet werden, der kann thesauriert werden. Ja. Ja, das war's. Also entweder wird ausgeschüttet oder wird thesauriert, das heißt, entweder wir lassen ihn in der Gesellschaft drin oder wir verteilen ihn an die Gesellschafter. Und darüber müssen die abstimmen können, deshalb wird erstmal der Jahresabschluss vorgelegt und dann kommt als Tagesordnungspunkt 2 in der Tat die Verwendung des Bilanzgewinns. 119 sagt, darüber scheidet die Hauptversammlung. Ja, jetzt haben wir hier einen Vorschlag. Der Vorschlag sagt 80 Cent pro Aktie. Kann man wohl so machen. Frage, jetzt steht hier, die Dividende wird am 9. Mai 2011 ausgezahlt. Wann ist denn so eine Dividende eigentlich auszuzahlen? Wenn Sie sagen, okay, wir beschließen eine Gewinnausschüttung, wann müssen die denn ausgezahlt werden? Die können da lange blättern, die werden nichts finden, kann ich Ihnen gleich sagen. Wann muss man so eine Dividende wohl auszahlen? Ach, BGB. Wenn nichts vereinbart ist. Also, dass der Anspruch auf Ausschüttung der Dividende bzw. auf Auszahlung der Dividende wird ja in dem Moment wirksam, in dem die Hauptversammlung darüber beschließt und in dem Moment wird er dann auch fällig. Ja. In der Tat, in dem Moment, wo die Hauptversammlung beschließt, ist das Ganze fällig und das heißt, wann müsste theoretisch hier die Dividende ausgezahlt werden? Ja, noch am 5.5. Kann man jetzt reinschreiben, die wird erst am 9.5. ausbezahlt? Kann man das so in die Tagesordnung reinschreiben? Also warum nicht? Also man kann ja Fälligkeiten vereinbaren. Ja, wo liegt das Problem mit der Vereinbarung? Ja, also die Tagesordnung ist ja jetzt eine einseitige, also noch keine Vereinbarung, aber wenn das dann entsprechend so beschlossen wird in der Hauptversammlung, dann denke ich, ist das immer... Ja, was wird die Leute dagegen stimmen? Na, da gibt es einfach eine Mehrheit. Ja, wie kommt ein Vertrag zustande? Wie vereinbaren Sie eine Stundung? Die Gesellschaft schuldet ja nicht sozusagen der Hauptversammlung das Geld, sondern wem schuldet die Gesellschaft die Auszahlung der Dividende? Jedem einzelnen Aktionär. Was, mit wem muss also eine Stundung vereinbart werden? Mit jedem einzelnen Aktionär. Was bedeutet das in der Theorie zumindest, wenn wir mal konsequent weiterbleiben? Wer zustimmt, hat gesagt, okay, ich verzichte. Und die anderen würden sagen, okay, für mich bleibt beim Gesetz. Frage, kann dieses Ergebnis so funktionieren? Rein praktisch, meinen Sie, die AG kann, die, sagen wir mal, die Telekom AG, kann am nächsten Tag ihre Dividende auszahlen? Also innerhalb von ein paar Stunden das Geld an alle Aktionäre verteilen? Fangen wir damit mal an, wo könnten Sie es auf jeden Fall mit Wirkung für alle Aktionäre regeln? In der Satzung. Selbstverständlich, die Satzung kann sagen, die Dividende wird einen Monat nach der Hauptversammlung fällig. Das ist kein Problem, das könnte man machen, haben wir hier aber nicht. Frage, kann man die Fälligkeit auch zulasten der Aktionäre, die nicht einverstanden sind, durch schlichten Mehrheitsbeschluss hinauszögern? Was nichts anderes ist als quasi eine einseitige Leistungshinauszögerung. Was meinen Sie? Geht das? Ja, das wäre irgendwie eine Art Vertrag zu lasten. Das heißt, dadurch würde ja die Rechte der Aktionäre, die nicht in der Hauptversammlung gewesen sind, eingeschränkt werden. Ja, in der Tat. Das könnte man so überlegen. Jene, die nicht hingehen, haben. Man könnte vielleicht auch sagen, das ist als Minus in der, also das bestehende Befugnis für die Verwendung des Bilanzgewinns zu entscheiden. Man könnte sagen, das Minus für die Verwendung ist auch der Zeitpunkt, dann müssen wir ja. So macht es die herrschende Meinung. Die herrschende Meinung sagt nämlich, da die gar keinen Anspruch auf eine Dividende haben, wenn die anderen sozusagen dagegen stimmen und sagen, es wird alles thesauriert, kann man sozusagen, da die auch gar nichts kriegen können, können sich freuen, dass sie sozusagen was später kriegen. Das heißt, da der komplette Ausschuss mit Mehrheit zulässig ist, muss erst recht eine Verzögerung mit Mehrheit beschließbar sein. Ja, also wenn der Ausschuss möglich ist, muss auch die Verzögerung als Minus zulässig sein. Gut, so viel zu diesem 9.
Ja, dann kommt Top 3, Top 4, das ist recht kurz, die Entlastung. Haben wir schon darüber gesprochen, Entlastung hat keinerlei rechtliche Verbindlichkeit, das ist ein reines Zeichen des guten Willens, das ist relativ unspektakulär. Dann kommt Top 5, Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie das vergleichen mit 124 Aktiengesetz? Lesen Sie 124 ganz genau und gucken sich dann nochmal die Tagesordnung an. Ja, in der Tat, ja. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Es muss in der Tat da bekannt gegeben werden, wir sind nicht mitbestimmt oder ähnliches. Was ist noch ein Problem, wenn Sie 124 lesen? Ja, in der Tat, hier machen Vorstand und Aufsichtsrat einen Vorschlag. So, jetzt haben wir zwei Fehler bei diesem Tagesordnungspunkt. Welche Auswirkungen haben die? Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit? Oder bloße Ordnungsvorschrift? Irrelevant. Irrelevant, Nichtigkeitsgrund, Anfechtungsgrund. Ja. Das war doch anfechtbar, so eine große Ordnungsvorschrift. Und Sie sagen hier, es ist nicht nur eine Ordnungsvorschrift, denn das kann ja schon doch erhebliche Auswirkungen auf die Hauptbesatzung haben, wenn der Vorstand was Bestimmtes empfiehlt und auch, wenn die vielleicht denken, sie wären an diesem Vorstand gebunden, würde ich sagen, anfechtbar. Ja. In der Tat, das ist ein Anfechtungsgrund, weil wir sagen, das ist für den Aktionär ganz wichtig. Wenn Sie ganz, ganz, ganz genau hingucken, entdecken Sie sogar noch einen dritten Fehler bei diesem blöden Wahlding. Welche Angabe fehlt nämlich? Wenn Sie die Angaben für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern durchgehen, welche Information fehlt? Ja. Ja,
Nach 144 Absatz 3 Satz 4 muss der Wohnort angegeben werden. Hier steht zwar aller mögliche Kram, dass der Honorarprofessor irgendwo ist und sonst was, aber der Wohnort fehlt. Anfechtungsgrund, Formvorschrift, Nichtigkeitsgrund. Spielt das für Sie eine Rolle, wo der wohnt? Ich würde schon sagen, also weil ja immer sichergestellt werden muss, dass der auch an Aufsichtsratssitzungen teilnimmt. Und wenn er irgendwie in Brasilien wohnt, dann muss er jedes Mal nach Deutschland fliegen und dann kann er eventuell seine Pflichten als Aufsichtsrat nicht angemessen nachkommen. Ja. Also, auch das ist ein Anfechtungsgrund. Der Wohnort, der fehlt, berechtigt zur Anfechtung, weil das für einen vernünftigen Aktionär für seine Entscheidung durchaus relevant sein kann. Sie sehen, man ist da sehr kleinkariert und achtet auf jeden Punkt. Wenn Sie also irgendwo gegen verstoßen, ist gleich der Kopf ab. Ja, jetzt steht hier noch, dass dieser Herr Schramm sein Amt niederlegt. Das irgendwie relevant? Müssen Sie das mitteilen? Müssen Sie sowas sagen? Müssen Sie erklären, warum er das Amt niedergelegt hat? Hier steht ja immerhin zur Vermeidung von möglichen Konflikten und sowas. Möchte man vielleicht wissen, was für Konflikte das denn sind oder nicht? Meinen Sie, das muss man so, da muss man überhaupt was dazu sagen? Nö, steht nicht drin. Das ist eine reine Information. Man kann den Satz auch weglassen, das macht es nicht schlimmer oder besser. Das kann man alles in die Tagesordnung reinschreiben oder nicht, das ist egal. Gut, gucken wir uns den nächsten, vorletzten Tagesordnungspunkt an. Tagesordnungspunkt 6. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals. Was ist ein genehmigtes Kapital? Gucken Sie mal in Paragraph 202. Habe ich jetzt nicht auf der Folie hier, toll. Was ist ein genehmigtes Kapital? Das ist die Erhöhung des Grundkapitals. Ist das schon eine Erhöhung des Grundkapitals? Das wäre dann eine normale Unterhöhung, ein genehmigtes Kapital, das der Vorstand das selbst machen kann. Genau, 202 Absatz 1, der Vorstand darf ohne weitere Einhaltung der Hauptversammlung nach seinem Willen das Kapital erhöhen. Ja, gucken wir uns mal an, was muss man denn dafür so alles erfüllen, wenn Sie in 202 gucken. Absatz 2, Absatz 3. Zeitlich, sachlich, inhaltlich. Ja. 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 Also quantitativ Hälfte des Grundkapitals, zeitlich 5 Jahre und formal 3/4 Mehrheit. Ja, wie sieht das aus mit den zeitlichen und formalen Anforderungen? Zeitlich und Umfang, sind die eingehalten? Das heißt zeitlich,
In der Tat. Und den Umfang können wir nicht beurteilen, weil wir das Grundkapital nicht kennen von der Gesellschaft. Das heißt, wir stellen mal, das passt schon. Frage: Die Ausführung des 186 Aktienrecht, Klammer auf, Bezugsrechte kommen zur Anwendung. Ja, wenn Sie den Satz davor lesen, es wird irgendwas mit Bezugsrechten geschrieben. Was meinen die denn hier? Was soll das denn bedeuten? Gucken wir mal in 186 rein. Ja. Bezugsrechte haben ja den Sinn, dass die Anteilsverhältnisse nicht sich bei einer Kapitalerhöhung nicht verändern. Mhm. Also grundsätzlich. Und in Absatz 3 von § 186 steht ja zum Beispiel drin, dass Bezugsrecht kann ganz oder zum Teil nur im Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals ausgeschlossen werden. Mhm. Das ist hier damit gemeint, dass eben darüber bestimmt werden soll von der Hauptversammlung, dass die Bezugsrechte für die Altaktionäre ausgeschlossen werden sollen, weil ja hier eben die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt werden sollen. Ja, das ist der Sinn des Ganzen. Also normalerweise müssten Sie, wenn Sie das Kapital erhöhen, die Aktien zuerst den Aktionären anbieten und nur wenn die die nicht haben wollen, können Sie dann an irgendwelche Dritte verkaufen. Wenn Sie das Bezugsrecht ausgeschlossen haben, können Sie dagegen die Aktien an die Leute geben, die Sie haben möchten. Das heißt, der Vorstand selber entscheidet, wer die Aktien kriegen soll. Voraussetzungen dafür sind aber in 186 Absatz 3 Absatz 4 geregelt. Was sagt 186 Absatz 4? Müssen Sie erfüllen für einen wirksamen Bezugsrechtsausschluss? Formal. Ja. Finden Sie? Lesen Sie den Satz davor mal. Das ist das Hauptproblem der ganzen Sache. Wenn Sie den Satz lesen und den Satz danach lesen, haben Sie welches Problem? Die widersprechen sich irgendwie. Frage: Ist das schlecht? Ist das egal? Ist das gut? Wie lesen Sie das als verständiger Leser? Den gesamten Text unter Tagesordnungspunkt 6. Also Tagesordnungspunkt 6 in seiner Gesamtheit. Inklusive des komischen Satzes, die Ausführung des 186 kommen zur Anwendung. Ja. Hm? Ich verstehe das so, dass die Bezugsrechte ausgeschlossen werden sollen, und zwar nach den Vorschriften des Paragraphen 186, das ja in den Absätzen 3 und 4 ermöglicht. Ja, wie können wir das aber auch verstehen? Ja, wenn jemand, der sich nicht so sehr mit Jura auskennt, Aktionär ist, jetzt einfach nur in 186 reinguckt, ja, und dann den Absatz 1 liest, dann denkt er sich, wie? Also das widerspricht sich dann ja. Ja. Und jetzt denken Sie, welche Auslegung ist jetzt die richtige? Welche Auslegung nehmen Sie ein? Sie als Profi erkennen sofort, das kann nur 186.3.4 sein, das kann nicht 1.2 sein, was würde keinen Sinn machen, dass man erst schreibt, es ist ausgeschlossen und sagt, 186 gilt aber. Das macht keinen Sinn. Also meinen die wohl nur die Absätze, wo es im Ausschluss drin steht. Frage: Wie würden Sie es auslegen? Ja. Ja, wenn der Mandant aber Ärger haben möchte, dann legen wir das natürlich so aus. Wenn der Mandant Ärger haben möchte. Ja. Also in der Tat, das Problem ist, der dumme Mensch liest halt nur die ersten paar Sätze und sagt, ach ja, Bezugsrecht kriege ich auch, gut so, und den Rest liest er halt nicht.
Das zweite Problem an dieser Regelung ist, eigentlich das einzige, an dem Motto ist widersprüchlich, und die Frage ist halt, ist dieser Widerspruch relevant für den Aktionär? Hält er ihn von einer rationalen Beschlussfassung ab oder vom Besuch der Hauptversammlung? Und dann sagt man, den dummen Aktionär vielleicht schon. Also ist diese widersprechende Aussage wieder ein Anfechtungsgrund. Also Sie sehen, man schützt auch den Dümmsten. Jetzt, wo wir schon bei dem Genehmigungskapital sind, es gibt noch einen Haken, gucken wir nochmal in unseren 124. Und erinnern Sie sich an das, was wir ganz am Anfang gelernt haben, woher wissen Sie, wie viel Grundkapital eine Aktiengesellschaft hat? Wo steht das denn? Woher kennen Sie das Grundkapital einer Aktiengesellschaft und das genehmigte Kapital auch? Wenn Sie mal ganz an die allerersten Vorlesungen zurückdenken, ganz an den Anfang, ganz, ganz weit zurück. Steht in der Satzung auf jeden Fall? Ja, steht das genehmigte Kapital auch in der Satzung? Ja, gucken wir mal rein in 23. Was meinen Sie? Würde das da drin stehen oder nicht? Ich würde sagen, der Beschluss über eine Kapitalerhöhung, das heißt Genehmigungskapital, ist eine Satzungsänderung. Ja. Die dadurch bedingt wird, dass der Vorstand davon Gebrauch macht. Dann wird diese Satzungsänderung wirksam, weil das genehmigte Kapital ist dann ja das Grundkapital. Ja, in der Tat, wenn es ausgeübt wird, muss es irgendwann mal eingetragen werden. Was denn vorher? Also bevor es ausgeübt worden ist. Also sicherlich, das ist das neue Kapital, sobald es ausgeübt worden wird. Nur Sie können ja nicht sagen, wenn der Vorstand es in Höhe von 1.000 Euro ausübt, müsste die Satzung so lauten. Wenn es in Höhe von 10.000 ausgeübt wird, muss es so und so lauten. Wenn die dass in Höhe von 1 Million ausgeübt wird, muss das so und so lauten. Sie würde nicht sozusagen so eine Staffelung machen in Höhe von Centbeträgen und lauter Vorratsbeschlüsse fassen für den Fall, dass es in einer bestimmten Höhe ausgeübt wird. Denn der Vorstand muss es ja nicht in voller Höhe ausüben, das genehmigte Kapital, das ist nur eine Höchstgrenze. Er kann also auch weniger ausüben, kann sagen, ich übe nur 10.000 aus von den 250.000. Was würden Sie sagen? Sondern wann, Ihrer Meinung nach? Bitte? Wann würden Sie die nominelle Kapitalerhöhung reinschreiben? Das ist ja die entscheidende Frage. Also ich würde Sie einfach, ich dachte, Sie müssen auch nicht reingeschrieben werden. Deswegen würde ich sagen, dass auch jetzt der genehmigte reingeschrieben wird. Also Sie würden sagen, das Grundkapital ist das, was ursprünglich mal bei der Gründung da war, es wird nie mehr geändert. Wenn es sich ändern muss, ist es natürlich geändert. Aber allein dadurch, dass es genehmigt ist, ändert es sich immer nicht. Ja. Aber wodurch kann es sich ändern? Also nach dem Motto, gäbe es noch eine Satzungsänderung danach? Fragen wir mal so. Kann die Hauptversammlung danach nochmal die Satzung ändern? Wird die Hauptversammlung nochmal gefragt? Wann wird die Hauptversammlung nur gefragt? Zu welchem Zeitpunkt? Einmal im Jahr, zweimal in der ordentlichen Hauptversammlung. Ja. Und wird ja nochmal gefragt, ob es okay war, dass das genehmigte Kapital so ausgeübt wurde? Nein, die Hauptversammlung hat gar keine Möglichkeit mehr. Die Hauptversammlung wird nur vorher gehört, das ist ja gerade der Witz dabei. Man fragt die Hauptversammlung, gebt ihr dem Vorstand jetzt freie Hand, das Kapital zu erhöhen um einen Betrag von bis zu 250.000 Euro? Wenn ihr einverstanden seid, stimmt jetzt mit Ja. Und wenn die dann mit Ja stimmen, dann hat der Vorstand freie Hand, die Hauptversammlung wird nie mehr gehört. Und was wäre dann das Problem mit der Satzungsänderung? Wie wird eine Satzung geändert? Durch Beschluss der Hauptversammlung. Aber da die Hauptversammlung nicht mehr beschließen kann, hätten wir welches Problem? Das
ist relativ offensichtlich. Dann wird die Satzung falsch. Und zwar dauerhaft falsch, weil hinterher beschließen wir darüber, was schon passiert ist. Und vorher wäre es auch keine Satzungsänderung, würde es nicht darüber beschließen. Also können wir daraus was folgern, rein logisch, damit das funktionieren kann oder funktionieren muss, damit die Satzung mit dem Grundkapital, wie es ist, übereinstimmt. Was steht dann in der Satzung logischerweise am genehmigten Kapital zunächst mal nur? Oder fragen wir anders. Woher weiß ich, dass es überhaupt ein genehmigtes Kapital gibt? Um es mal ganz transparent zu machen. Woher erfährt die Öffentlichkeit, dass der Vorstand das Kapital erhöhen darf? Oder auch das Registergericht, was ja hinterher prüfen muss, ob der Vorstand hier neue Aktien ausgeben durfte? Wo steht denn sowas wohl? In welchem Dokument? Die gucken nicht die Beschlussprotokolle durch, kann ich Ihnen gleich sagen. Ich habe gesagt, es muss in die Satzung. Ja, es muss beides in die Satzung. Also es muss in die Satzung schon rein, das genehmigte Kapital und später auch die Erhöhung, wenn es ausgeübt wird. Das heißt, in der Tat, es wird schon in die Satzung reingeschrieben, der Vorstand hat ein genehmigtes Kapital in Höhe von und kann dieses ausüben. Und wenn er es ausübt, reduziert sich das dann automatisch. Das heißt, dann erhöht sich das echte Grundkapital und das genehmigte Kapital reduziert sich. Das muss möglich sein, weil sonst das Ganze formal nicht funktionieren würde. Es muss sich aus der Satzung ergeben, dass der Vorstand die Genehmigung hat. Und es muss sich aus der Satzung ergeben, wie hoch das Kapital jeweils ist. Das heißt, nach der Ausübung. Und zwar ohne, dass die Hauptversammlung nochmal eingeschaltet wird. Wenn das aber so ist, was bedeutet das dann in Bezug auf die Einführung eines genehmigten Kapitals? Was ist das dann gleichzeitig auch immer? Eine Satzungsänderung. Und jetzt gucken wir noch in 124 rein. Was muss ich bei Satzungsänderungen immer beachten? Was muss ich bei Satzungsänderungen immer beachten? Ja, es soll der Wortlaut der geänderten Satzungsregelung bekannt gemacht werden. Haben wir das hier? Frage steht da, soll bekannt gemacht werden. Was passiert, wenn nicht? Ist das schlimm oder ist das egal? Was würden Sie sagen? Schlimm, ganz schlimm, egal. Anfechtungsgrund. Wie immer, auch das ein Verstoß gegen das Gesetz, obwohl das Gesetz sagt, halt soll bekannt gemacht werden, heißt das muss, haben Sie nicht gemacht, also Kopf ab. Sie sehen, das ist ein ganz einfaches System im Aktienrecht. Dann haben wir noch Punkt 7. Ja? Ah ja, stimmt. So ist auch der Wort auf ganz normal. Genau. Ja. Dann Punkt 7. Was fällt Ihnen da auf? Da steht eine Überschrift und Inhalt. Der Satz nicht überein. In der Überschrift steht Paragraph 2 der Satzung, in dem Satz darunter steht Paragraph 3 der Satzung. Ja. Wird. Ja, auch hier sagt man, stellen wir wieder auf den dümmstmöglichen Aktionär ab
Und der wird nicht gucken, welcher Paragraph sich mit Bekanntmachung auseinandersetzt. Dann wird sagen, ja, da oben steht Paragraph 2, da unten steht Paragraph 3. Was meinen die denn jetzt? Hab keine Ahnung. Damit gehe ich da mal nicht hin. Dann kann er halt anfechten und sagen, es ist alles falsch bekannt gemacht worden und diese Satzungsänderung ist irreführend. Ja, damit hätten wir fast alles erledigt. Aber ein paar Sachen habe ich noch, nämlich das, was fehlt. Wenn Sie mal 119 Absatz 1 Nummer 4 sehen. Was muss die Hauptversammlung machen? Ja, und was braucht die wohl, damit die das macht? Kann man das einfach so, spontan? Vorschlag. Ja, natürlich, ich brauche einen Vorschlag. Und wer macht diesen Vorschlag? Der Aufsichtsrat, wer denn jetzt? Eine gute Frage, oder? Das haben wir uns alle immer schon gefragt. Wer schlägt denn vor, wer Abschlussprüfer wird? Nur der Aufsichtsrat. Sehr gut. 124.3, nur der Aufsichtsrat. Also auch da wieder, nur Vorschlag vom Aufsichtsrat, es ist aber gar keiner da, damit fehlt das. Nächstes Problem. Und als ob das nicht genug wäre, wenn wir schon dabei sind, gucken wir nochmal ganz kurz in noch ein paar andere Vorschriften, weil wir so viel Spaß dabei haben, in 126, 127. Was regeln 126, 127? Antrag und Vorschlagsrecht von Aktionären. Ja, warum ist das hier vielleicht nicht ganz so einfach? Was fehlt? Was bräuchten Sie als Aktionär dafür? Sie müssen darauf hingewiesen werden, dass Sie berechtigt sind und vor allen Dingen, wie Sie es ausüben können. Das heißt, auch dieser fehlende Hinweis macht das Ganze anfechtbar. Das heißt, Sie haben hier einen ganzen Katalog von Anfechtungsgründen. Und wenn Sie Spaß dran haben, können Sie als Aktionär diese ganze Hauptversammlung torpedieren. Frage, würden Sie sagen, der soll hingehen oder würden Sie sagen, der kann auch zu Hause bleiben? Was würden Sie ihm vorschlagen? Hingehen oder zu Hause bleiben? Also auf jeden Fall hingehen, weil er sonst nicht anfechtungsbefugt ist nach § 245. Ist das so? Gucken Sie in 245. Ja, wenn die Hauptversammlung nicht ordnungsgemäß eingewiesen ist oder hier schon eine Schlussfassung nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden ist, dann muss er auch nicht geschrieben werden. Ja, in der Tat, wir haben auch die Möglichkeit, wenn nicht ordnungsgemäß einberufen ist, oder der Gegenstand der Beschlussfassung nicht ordentlich bekannt gemacht worden ist, nach 245 Nummer 2, kann er anfechten, ohne da gewesen zu sein. Frage, ist das hier so eine Konstellation? Würden Sie ihm sagen, geh eher hin oder kann es ruhig zu Hause bleiben, wenn Sie jetzt der Anwalt sind? Also wir haben ja gerade festgestellt, dass nicht ordentlich eingeladen wurde. Ja. Ich würde trotzdem als Anwalt dazu raten, dorthin zu gehen, weil nur weil das meine persönliche Rechtsauffassung als Anwalt ist, muss ich das Gericht dem ja nicht zwingend anschließen. Mhm. Sehr gute Überlegung. Jetzt gibt es aber ein Risiko dabei. Gucken Sie mal, 121, letzter Absatz.
Vorletzter. Was ist das Problem? Kann man so eine Art Heilung mit der Einfeld machen, weil könnte ja immer noch widersprechen der Beschluss, was das heißt. Es würde einfach nicht ganz brauchen. Ja, aber es heilt halt die Einberufungsmängel möglicherweise. Das heißt, ja. Also in der Tat, er kann dem einzelnen Beschluss widersprechen, aber sozusagen der Einberufungsmangel wäre dann halt fraglich. Aber in der Tat, es ist ihm zu raten, hinzugehen, weil auf jeden Fall er dadurch sich mehr Mängel offen hält, als wenn er nicht hingeht. Das heißt, hier 245 Nummer 1 ist der sicherere Weg, hinzugehen und Widerspruch zur Niederschrift zu erheben. Gut, das zu dieser tollen Einberufung. Kommen wir zurück zu unserem tollen Thema, was wir letzte Woche hatten. Das war die Anfechtung. Man hat nur für den 5. Mai eingeladen. Mhm. Darf man seinen Mandanten raten, machen Sie da so lange Stunden und so weiter, bis 24 Uhr erreicht ist? Das, dann müssen Sie nämlich abbrechen. Das kann man machen. Allerdings, wenn die Hauptversammlung gut organisiert ist, dann brechen Sie ihn eh irgendwann mit den Redebeiträgen ab. Also so viel Stunk, dass Sie sozusagen über Mitternacht kommen, ist nicht zwingend. Also bei einer kleinen Hauptversammlung, wie viele Gesellschafter hatten die hier? Das war ja irgendwie kleine AG mit überschaubarem Aktionärskreis. Wie viele waren das? 15. Ich glaube, bei 15 schaffen Sie das nicht, das so lange hinauszuzögern, dass es mehr als 4 Stunden dauert. Also das wird Ihnen nicht viel nützen. Aber man dürfte das raten. Man darf was raten, das ist ganz richtig okay, klar. Sie können ihm sagen, ja, das ist halt abends und Sie wissen, Mitternacht ist Feierabend, also alle Beschlüsse, die ja Nachmittag gefasst sind, sind unwirksam. Also, klar, kann man ihm was sagen. Wenn Sie Spaß dran haben, überziehen Sie. Das ist standesrechtlich okay, weil die Gesellschaft hat sozusagen keinen Anspruch darauf, dass er hier sich nett verhält. Die muss es halt so in den Griff kriegen, dass sie die Veranstaltung organisiert kriegt. Gut. Also, die Anfechtung haben wir letzte Stunde behandelt. Sie erinnern sich, wir haben Anfechtungsbefugnis und Anfechtungsfrist als Begründetheitsvoraussetzung und den Anfechtungsgrund, was jeder Verstoß gegen irgendeine Regelung des Gesetzes ist, wie wir heute gesehen haben, sind das eine ganze Menge, oder gegen die Satzung. Wir haben auch gesehen, der Gesetzgeber hat das für Informationspflichtverletzungen eingeschränkt. Sie erinnern sich daran, hier, indem er gesagt hat, nur dann, wenn die Information für einen objektiv urteilenden Aktionär wesentliche Voraussetzung wäre, das ist die sogenannte Relevanztheorie, und die wird auch angewendet für andere Mängel, insbesondere zum Beispiel für unseren Fall hier mit der Tagesordnung oder Ähnliches, dass wir sagen, okay, wenn kein Hinweis da ist auf irgendwas, was hatten wir da? Oh, weiß ich nicht mehr. Wenn kein Hinweis da ist auf die Ausübung von Minderheitenrechte, kommt es darauf an, ob das relevant ist. Wenn jeder weiß, wie es geht, dann ist es halt egal, dann hält es ihn nicht auf. Da nimmt die Rechtsprechung an. Wir gucken also, ob es für einen vernünftigen Aktionär irgendwie entscheidungsrelevant gewesen wäre. Trotzdem wird die Anfechtungsklage immer missbraucht. Ein Grund dafür ist, dass der Streitwert hier nach billigem Ermessen bestimmt wird. Das heißt, der Richter entscheidet nach seiner Beurteilung, um wie viel Geld es geht. Was relevant ist einerseits für das Geld, was das Gericht kriegt, für die Gerichtsgebühren, und andererseits für die Gebühren der Anwälte. Je höher der Streitwert, desto mehr Geld kriegt der Anwalt, je niedriger der Streitwert, desto weniger Geld kriegt der Anwalt. Und das Gericht sagt, er darf ein Zehntel des Grundkapitals grundsätzlich nicht übersteigen oder den Betrag von 500.000 Euro. Weil das aber immer noch viel Geld ist, überlegen Sie mal, Sie wollen eine Anfechtung gegen die Deutsche Telekom machen, dann geht es um einen Streitwert von 500.000, dann zahlen Sie alleine an Gerichtsgebühren Tausende von Euro. Das machen Sie nicht mal ebenso aus Spaß, aus Interesse der Gerechtigkeit. Hat das Gesetz noch eine weitere Regelung, die nämlich sagt, wenn Sie als Partei sagen, oh, ich bin so arm und diese Prozessgebühren würden mich ruinieren,
dann darf das Gericht zu Ihren Gunsten für Ihre Seite einen niedrigeren Streitwert machen als für die Aktiengesellschaft. Und das hat folgende brillante Folge, das sehen Sie hier. Wenn Sie gewinnen, kriegt der Gegner von Ihnen, dann kriegt Ihr Anwalt und das Gericht das volle Geld vom Gegner, so rum. Also wenn Sie gewinnen als armer Kläger, zahlt die Gesellschaft das volle Geld an Ihren Anwalt und an das Gericht. Wenn Sie verlieren, kriegt das Gericht und Ihr Anwalt von Ihnen nur den niedrigeren Wert, den Sie sich leisten können. Diese Regelung dient dazu, dass auch arme kleine Aktionäre, die kein Vermögen haben, weil sich ungerecht behandelt fühlen, mal vor Gericht ziehen können und für die Gerechtigkeit kämpfen können. Das ist der Sinn dieser Regelung. Ja? Denn sonst wäre es halt prohibitiv, wenn man sagen würde, Sie müssen erst mal 100.000 auf den Tisch legen, bevor Sie den Hauptversammlungsbeschluss anfechten, dann würde das keiner mehr machen. Gut. Das hat aber, wie wir gesehen haben, dazu geführt, dass es diese räuberischen Aktionäre gibt und der Gesetzgeber hat reagiert mit dem sogenannten Freigabeverfahren. Was ist das Freigabeverfahren? 246a Aktiengesetz. Voraussetzung ist, es muss einen Hauptversammlungsbeschluss geben, der entweder Kapitalbeschaffung, Kapitalherabsetzung oder Unternehmensvertrag ist. Kapitalbeschaffung heißt, wir erhöhen das Kapital, Kapitalherabsetzung heißt, wir senken das Grundkapital und Unternehmensvertrag heißt, wir machen einen Konzern mit entweder uns als Mutter oder uns als Tochter. Wenn das der Fall ist, dann können Sie gegen den Hauptversammlungsbeschluss, der zugestimmt hat, Dreiviertelmehrheitsbeschluss, Klage erheben. Diese Klage führt grundsätzlich erstmal nur dazu, dass irgendwann mal entschieden wird, das Ding wird aufgehoben oder das Ding bleibt wirksam. Das Gesetz sagt aber, ausnahmsweise kann die Gesellschaft jetzt das Registergericht zwingen, die Satzungsänderung einzutragen und bekannt zu machen, also nicht die Satzung zu ändern und die Änderung des Grundkapitals bekannt zu machen, wenn einer der dortigen Gründe vorliegt. Und diese Gründe sind auf den ersten Blick ganz fair, wenn nämlich Ihre Klage von vornherein offensichtlich unbegründet ist oder sogar unzulässig ist. Also wenn es so ist, dass jeder sagt, das hat keine Aussicht auf Erfolg, ganz klar, das ist reine Lüg- und Trugsache, dann wird Ihre Klage sozusagen von vornherein scheitern, dann wird gesagt, dann wird auch eingetragen. Das kennen Sie vielleicht aus dem öffentlichen Recht bei 80.5 VWGO, da wird auch diese Abwägung getroffen, gesagt, okay, wenn die Klage offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, die Anfechtungsklage, dann hat auch der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Dann können Sie noch so sehr Anordnung und aufschiebende Wirkung beantragen, das geht nicht. Gleiche Idee hier, Ihre Klage hat keine aufschiebende Wirkung, wenn sie offensichtlich unbegründet ist. Der Grund 2 ist, der Kläger hat eine Woche Zeit nachzuweisen, dass er mindestens einen anteiligen Betrag von 1.000 Euro hält. Ja? Jetzt steht hier nichts von Nennbetrag oder Aktien im Werte von, sondern steht ein anteiligen Betrag von. Was soll das denn heißen? Einen anteiligen Betrag von 1.000 Euro. Da steht nichts mit Stückaktien, da steht einfach nur ein anteiligen Betrag. Also in der Tat, gemeint ist, dass Sie Aktien mit einem Nennwert von 1.000 Euro oder bei Stückaktien so und so viel Prozent, dass das multipliziert mit dem Grundkapital 1.000 ergibt.
Was schätzen Sie, wie viel ist das so bei der normalen Aktiengesellschaft, also nicht im Top-Unternehmen, sondern so im Schnitt, was meinen Sie? Wie viel Geld müssen Sie in die Hand nehmen, um Aktien mit einem Wert von 1.000 Euro zu haben? Wie viel kostet Sie das? Sagen Sie nicht 1.000 Euro, das ist falsch. Das ist erheblich mehr als 1.000 Euro, weil das Grundkapital ja selten in der Höhe dem Wert des Unternehmens entspricht. Ja, machen Sie mal eine Schätzung. Faktor 2, 3, 4, 5, 6. Faktor 50 Euro. Oh. Man geht aus von Faktor 20 im Schnitt. Das heißt, 20.000 Euro müssen Sie haben. 20 Euro haben Sie investiert, dann haben Sie quasi die Möglichkeit, hier weiterzukommen. Wenn Sie keine 20.000 investiert haben, Pech gehabt. Ja? Also derjenige, der weniger als 20.000 hat, kann zwar eine Anfechtungsklage erheben, aber ein Freigabeverfahren hat nach dem Gesetzeswortlaut gegen ihn immer Erfolg. Das heißt, es wird immer eingetragen. Ja? Brutale Regelung, aber so ist das. Und schließlich die Nummer 3, das ist die Generalklausel. Die ist nämlich eine Abwägungsklausel für die öffentlich-rechtlichen Freunde hier. Es wird abgewogen, das Interesse der AG an der Eintragung mit auf der anderen Seite dem Interesse des Aktionärs, was quasi im Beschluss aufgehoben wird. Das gesagt wird, der ist für nichtig zu erklären. Und wenn die Gesellschaft ein vorrangiges Interesse hat, wird eingetragen, sonst nicht. Gut. So weit, so gut. Was ist die Rechtsfolge? Die Rechtsfolge ist, dass selbst dann, wenn die Anfechtungsklage Erfolg hat, der Registerinhalt unverändert bleibt. Das heißt, der Beschluss bleibt weiter so, wie er ist, wirksam. Das heißt, der eigentlich nichtige Beschluss bleibt wirksam. Stattdessen sagt Satz 2, Sie kriegen nur Schadensersatz in Geld. Der Schadensersatz in Geld eines normalen Aktionärs, selbst in unserem Extremfall, wo 1.000 Beschlussmängel vorliegen, läuft gegen null. Denn ihm droht kein persönlicher Schaden, er hat keine Vermögenseinbuße, die er geltend machen kann. Das heißt, Ihre Klage gewinnen Sie zwar, aber es nützt Ihnen nichts, weil der Beschluss trotzdem schon eingetragen ist, das Kapital erhöht ist und Sie damit im Grunde verloren haben. Das Ganze hat zu einer großen rechtspolitischen Diskussion geführt, weil man sagt, natürlich kann jede Aktie mit einer Aktie Anfechtungsklage erheben. Mit einer einzigen Aktie sind Sie dabei, aber wenn es um eine Kapitalerhöhung geht, wird die trotzdem eingetragen, sofern Sie nicht 10.000 bis 20.000 Euro in die Hand genommen haben vorher. Das heißt, Sie können es nicht verhindern. Ihre Klage gibt Ihnen also Recht, aber dieses Recht ist wertlos, weil nichts übrig bleibt für Sie. Deshalb sagen viele, das sei ein schwerwiegender Eingriff in die Eigentumsfreiheit des Aktionärs. Und die herrschende Meinung reduziert deshalb den 246 Absatz 2 Nummer 2 teleologisch und sagt, diese Einschränkung des Absatzes 3, mit dem es sei denn, gilt auch für die Nummer 2. Das heißt, bei schwerwiegenden oder offensichtlichen Rechtsverstößen kann auch derjenige, der weniger als 1.000 hat, erfolgreich Klage erheben, weil sonst das Ganze den Rechtsschutz unzumutbar beschneiden würde und ihn in seinem Grundrecht Artikel 14.1 beschränken würde. Das zum Thema Freigabeverfahren. Zuständigkeit der Hauptversammlung können wir ganz kurz uns angucken. 119 enthält einen Katalog. Dieser Katalog ist nicht abschließend. Im Aktiengesetz finden Sie noch weitere Fälle, allerdings recht überschaubare. Die wichtigsten Kompetenzen sind aber in 119 genannt. Das heißt, Sie finden da die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern. Das ist einfach nur, dass die Leute wählen dürfen, so wie Sie den Bundestag wählen. Verwendung des Bilanzgewinns, haben wir schon darüber gesprochen. Wie viel Geld kriegen Sie ausgezahlt? Entlastung der Mitglieder, 120, haben wir auch schon darüber gesprochen. Bestellung des Abschlussprüfers, Satzungsänderungen, Kapitalbeschaffungen, Gründungsprüfungen, Auflösung und das war's. Spannend ist dieser Absatz 2, der sagt nämlich, über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt. Das bedeutet, alles, was der Vorstand machen will, kann in eigener Verantwortung machen. Die Hauptversammlung kann ihm nicht reinreden. Der hat da
einen Spaß ohne Ende. 179 sagt uns, Satzungsänderungen bedürfen einer Zustimmung. Die Befugnis zur Änderung, die nur die Fassung betreffen, kann die Hauptversammlung dem Aufsichtsrat übertragen. Das sind sprachliche Korrekturen und Ähnliches. Die können delegiert werden. Interessanter ist 179a. 179a sagt, wenn die Gesellschaft ihr gesamtes Vermögen übertragen will, muss die Hauptversammlung zustimmen, und zwar auch hier mit einer Mehrheit nach 179, das heißt Dreiviertelmehrheit. Das kennen Sie vielleicht auch alle aus dem Familienrecht. Wenn ein Ehegatte was übertragen will, muss der andere zustimmen, sonst ist das Ganze unwirksam. Hier die gleiche Überlegung. Ja? Also, wenn der Vorstand sagt, wir verkaufen alle Grundstücke und alle Maschinen und alle Patente, dann muss die Hauptversammlung zustimmen, sonst war es das. Das ist wirksam, aber es ist halt für den Vorstand ziemlich blöd. Das ist eine interessante Regelung. Die Hauptversammlung kann den Aktionären auch ihre Aktien wegnehmen. Diese Regelung sagt nämlich, wenn Sie einen Aktionär haben, der 95% der Aktien hat, dann kann die Hauptversammlung beschließen, dass die übrigen Aktionäre, also die 5%, ihre Aktien verlieren und die der 95% Aktionär kriegt. Jetzt fragen wir uns, welchen Sinn hat die Hauptversammlung in diesem Zusammenhang? Denn woraus besteht die Hauptversammlung in diesem Fall? Mit 95% Mehrheit? Relativ offensichtlich. Wer stimmt da wohl für? Der Hauptaktionär. Das heißt, die Zuständigkeit der Hauptversammlung ist relativ witzlos, weil im Grunde kann man auch sagen, der Hauptaktionär macht das alleine, denn die anderen können noch so sehr dagegen stimmen mit 5%, das nützt ihnen gar nichts. Der einzige Grund, warum die Hauptversammlung hier zuständig ist, ist natürlich, dass die abstimmen dürfen, dass die hier beratend tätig sein dürfen, Fragen stellen dürfen, Reden halten. Die können das hinterher nochmal anfechten und sagen, es ist alles unwirksam. Aber die Entscheidung liegt im Grunde allein bei dem 95% Aktionär. Die anderen haben nichts zu sagen. Ja? Also es ist eine reine Shownummer, dass man die auch nochmal fragt. Jetzt kommen wir zum Dilemma. Der Vorstand ist der Chef im Haus. Der kann alles entscheiden, was er will. Ausnahmen haben wir gesehen, 179. Er darf nicht die Satzung ändern. Und 179a, er darf nicht das Vermögen im Ganzen übertragen. Deshalb hat der BGH gesagt, es gibt einen ungeschriebenen Rechtsgrundsatz, den ich selber aus dem Nichts erfunden habe. Und dieser Grundsatz sagt, wenn es an die Substanz geht und das eine besonders schwere Bedeutung hat, dann darf die Hauptversammlung abstimmen, dann muss die Hauptversammlung abstimmen. Das Ganze war vom Aufbau her immer umstritten. Weil man gesagt hat, wie konstruieren wir das? Der BGH hat in seiner Holzmüller-Entscheidung gesagt, es gibt grundlegende Entscheidungen, die durch die Außenvertretungsmacht des Vorstandes wie auch seine Geschäftsführungsbefugnis formal gedeckt sind, aber inhaltlich in die Mitgliedschaftsrechte so schwerwiegend eingreifen, dass es im Grunde wie eine Auflösung der AG ist. Der Holzmüller-Fall betraf eine dramatische Geschichte. Es gab eine Holzhandelsgesellschaft. Deshalb hieß die Holzmüller. Und die Holzmüller AG hatte Holz. Das Holz machte aber nur einen ganz kleinen Bruchteil ihres Geschäftsvermögens aus, nämlich ungefähr 10-20%. Das heißt, mit Holzhandel machten die im Grunde kein Geld mehr. Sie hatten aber auch einen Teil vom Hafen. Und der Hafen machte 70-80% des Geschäftsgewinns aus. Jetzt war der Vorstand der Meinung, wäre ja schön, wenn wir mal diesen Hafen ein bisschen besser gestalten können. Und wir machen jetzt eine neue Tochtergesellschaft, nennen wir sie Holzmüller Hafen GmbH. Und diese Holzmüller Hafen GmbH kriegt von vornherein alles, was mit Hafen zu tun hat, übertragen. In der Holzmüller AG bleibt sozusagen der Holzbetrieb und der Rest ist in der Holzmüller GmbH. Anders als im Fall des 179a werden aber alle Anteile der Holzmüller GmbH bei der Holzmüller AG bleiben. Das heißt, es bleibt sozusagen im Haus, ist halt nur noch ausgelagert. Und ein Aktionär fand das nicht so lustig und erhob Feststellungsklage gegen diesen Beschluss des Vorstands und hat gesagt, was der Vorstand hier macht, ist rechtswidrig. Der hätte vorher die Hauptversammlung fragen müssen und daraufhin hat der BGH gesagt, hätte er tun müssen. Er hat eine Rechtspflicht vor solchen grundlegenden Maßnahmen,
die Hauptversammlung zu fragen. Dieser Holzmüller-Fall, den können Sie direkt wieder vergessen, weil der Gesetzgeber hat diesen Holzmüller-Fall geregelt im Umwandlungsgesetz. Das ist der sogenannte Fall der Ausgliederung. Wenn Sie eine Gesellschaft haben und daraus eine Tochtergesellschaft machen, ist das eine Ausgliederung, die ist gesetzlich geregelt, brauchen wir auch eine Dreiviertelmehrheit für, brauchen wir keine Holzmüller-Rechtsprechung für. Das heißt, für den Fall, für den es entwickelt worden ist, brauchen Sie das nicht. Das hatte auch zur Folge, das Umwandlungsgesetz 94, dass sich zwischen 94 und 2004 niemand damit auch nur im Ansatz beschäftigt hat. Und dann kam der Gelatine-Fall. Der Gelatine-Fall heißt deshalb Gelatine-Fall, weil, Sie können es kaum glauben, es um Gelatine ging. Ja? Und die Gelatine-Gesellschaft hatte so zwei Gelatine-Bottiche, könnte man sagen. Die waren in Tochtergesellschaften drin. Und jetzt hatte sie die tolle Idee, man könnte die eine Tochtergesellschaft nehmen und an die andere Tochtergesellschaft übereignen. Dadurch wäre die Tochtergesellschaft zu was geworden? Wenn Sie eine Tochtergesellschaft, eine andere Tochtergesellschaft übertragen, alle Anteile der Tochter A werden an Tochter B übertragen. Ja, das wird eine Enkelgesellschaft. Ja, also Tochter wird zu Enkel, bei Menschen geht das nicht so, aber hier geht das. Und jetzt kommen wir zur spannenden Frage, die uns dieser Fall stellt. Ist dieses Mache Tochter zu Enkel auch ein Fall, wo die Hauptversammlung gefragt werden muss? Und der BGH sagt, nur dann, wenn das ganz besonders schwerwiegend und schlimm ist und Voraussetzung dafür ist, dass das so schlimm ist, dass es einen Großteil des Vermögens betrifft. Und wir müssen uns hier bewegen bei einem Umfang von 70-80%. Und da die Tochtergesellschaft nicht so viel Geld ausgemacht hat, kann man es ruhig machen. Das ist quantitativ unter der Grenze. Die Frage, die sich immer stellt, ist, warum macht man nicht immer für alles einen Hauptversammlungsbeschluss? Doch viel netter, dann sitzen die alle zusammen und dann sagen wir so, seid ihr dafür? Dann sagen sie alle ja und dann sagen wir, zack, erledigt, nächster Beschluss. Dazu ein praktischer Fall, Sie kennen alle die Bayer AG, hier Leverkusen, ja, da fahren Sie einen Zug durch, wenn Sie Richtung Ruhrgebiet fahren, ganz tolle Gegend. Leverkusen gibt es die Bayer AG und die haben gekauft, Monsanto, kennen Sie das? Was war das Problem? Warum hat da die Presse darüber diskutiert? Warum haben alle gesagt, oh Skandal? Weiß keiner mehr. Was war das Problem mit denen? Was machen die? Was ist der Job? Ja. Ja, die machen so, Ekel, Gen, Bio, Chemie, Nahrungsmittel, ganz schlimm. Und das hat dann ganz viel Aufruhr gemacht und gesagt, oh, total das Risiko. Und alle haben gesagt, wieso hat Bayer die Hauptversammlung nicht gefragt, ob sie Monsanto kaufen dürfen? Denn die Hauptversammlung hätte ja wohl wissen müssen. Warum haben die es einfach so gemacht, der Vorstand? Was denken Sie? Man hat den Vorstand auch hinterher gefragt, warum habt ihr die Hauptversammlung nicht gefragt? Hätten wir machen können. Einfach abstimmen, Beschluss erledigt, grünes Licht und dann machen wir es halt wieder. Warum haben die das nicht gemacht? Die mussten es nicht, unstreitig nicht. Aber 119.2 sagt ja nur, sie darf nur beschließen, wenn der Vorstand fragt. Das heißt, Fragen hätten sie gekonnt. Warum hat der Vorstand nicht gefragt, ob Bayer Monsanto kauft? Meinen Sie wirklich, dass bei Bayer Idioten in der Hauptversammlung sitzen, mehrheitlich, die sagen, nö, nö, wir sind alle grün, wir wollen hier nur Öko und Bienchen und Ähnliches? Meinen Sie das wirklich? Wer sitzt denn auf der Hauptversammlung von Bayer, frage ich Sie mal. Da sitzen in der Tat ein paar Grüne, das kann ich Ihnen sagen. Aber haben Sie die Stimmenmehrheit? Wer hat denn die Mehrheit, meinen Sie? Wer sitzt denn da? So allgemein, wer sitzt denn auf so Hauptversammlungen? Außer den Leuten, die immer die leckeren Würstchen essen wollen, wobei Bayer ist gar nicht mal so schlecht. Also Bayer können noch hingehen. Ja. Ja, wer hat denn die Mehrheit? Herr Bayer oder was? Oder Frau Bayer? Wem gehört Bayer? Das ist eine interessante Frage. Irgendeine Ahnung, wem Bayer gehört?
Familie Bayer oder der Bayern München vielleicht, Bayer Leverkusen. Überwiegend gehört Bayer irgendwelchen Investmentfonds. Und jetzt frage ich Sie, lassen sich Investmentfonds davon leiten, ob es da irgendwas mit Gentechnik gibt? Nein. Also das ist nicht das Problem, die kriegen die Mehrheit hin. Die hat es ja auch gegeben, jetzt. Also wenn es um die Presse gehen würde, würde ich sagen, die gab es auch jetzt. Wenn Sie mal geguckt haben, Bayer hat richtig einen drüber gekriegt für diese Aktion. Da haben viele Leute sich drüber aufgeregt. Grüne, Mittelgrüne, Dunkelgrüne, ich, also viele haben sich darüber aufgeregt. Das Problem ist das Medienecho. Was kann der kleine Aktionär machen? Was kann auch derjenige mit einer einzigen Aktie machen? Der Veganer, der was gegen Bio hat, gegen Gentechnik hat. Was kann er mit einer Aktie tun, um den ganzen Betrieb aufzuhalten? Um Salz ins Getriebe zu streuen? Anfechten. Und das kann er machen. Freigabeverfahren nützt uns hier nichts, weil das wird nicht eingetragen. Das ist keine Kapitalerhöhung, keine Umwandlung und auch kein Unternehmensvertrag. Das heißt, durch die Anfechtung kann der Aktionär extrem Sand ins Getriebe streuen. Das heißt, wenn Sie das der Hauptversammlung geben, dann passiert genau das. Die Aktionäre sorgen dafür, dass das Ganze länger dauert als erwartet. Und Monsanto will ja übernommen werden. Die werden nicht geduldig warten, bis die Deutschen ihre Anfechtungsklagen vor dem, weiß ich nicht, BGH geklärt haben in 5 Jahren. So lange will keiner warten. Deshalb fragt man die Hauptversammlung gar nicht erst. Weil die Hauptversammlung von Querulanten besetzt ist und die halten ihren Prozess auf durch Anfechtungsklagen, egal ob die berechtigt oder unberechtigt sind. Ja? Also das zum Thema Bayer. Nächste Woche machen wir dann Dresdner Bank, Commerzbank. Sie wissen,